Bereits früh am Morgen sind die Kinder der Volksschule Lab in Braunau voller Tatendrang. Denn sie sind Teil des Leader-Projekts Biodiversität für Groß und Klein. Ja, unser Vorplatz vor der Schule war bis vor kurzem nur Parkplatz. Und wir sind eigentlich sehr glücklich, dass wir da jetzt einen richtigen Warte- und Eingangsbereich für die Kinder gestalten. Ja, und ich denke, es werden sich alle Kinder mit allen Bedürfnissen, die wir in der Schule so haben, dann gut daran erinnern mit dem gemeinsamen Garten. Wir haben viele Kinder, die keinen Garten zu Hause haben, die leben in kleinen Wohnungen. Und jetzt mit diesem Projekt können sie einfach einmal erfahren, wie eine Blumenwiese angelegt wird, Lebensraum vor Bienen, vielen Käfern, Insekten. Und das ist einfach uns sehr, sehr wichtig. Dank der Liederregion Oberinnviertel Mattigtal wird man wohl in Zukunft viele solcher Wildblumenwiesen sehen. Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, eine klimafitte Region zu werden. Dafür sind eben die Kinder und die Schulkinder die wichtigste Zielgruppe. Wir haben alle Schulen angeschrieben, ob sie mitmachen wollen. Wir finanzieren 100% der Kosten und da sind auch kleinere Investitionen beinhaltet. Es ist bei mehreren Themen immer so, wenn man die Kleinen im Boot hat, hat man eigentlich dann schon einmal die Eltern und weiterhin vielleicht die Großeltern auch dabei. Also ist sicher ein guter Ansatz, ja. Geleitet werden die einzelnen Workshops von Gärtnermeister Franz Hünecker, dem dieses Projekt zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. Ich bin fasziniert, weil ich die Kinder vermitteln kann, dass sie mit den eigenen Händen was schaffen können, was ein Beitrag für intaktere Natur ist. Und dass ein Totholz zum Beispiel nicht Abfall ist, sondern dass das Leben und Lebensraum schafft. Oder dass ein Blärmewiesen, richtige Blärmewiesen, sage ich einmal, mit einheimischen Pflanzen, dass sie die kennenlernen können wieder und dass das ein ganz wichtiger Beitrag ist. Für die Bienen und für die Schmetterlinge und für die Hummeln. Und wie so ein Workshop abläuft, das erzählen uns die jungen Gärtnerinnen und Gärtner am besten selbst. Zuerst haben wir was besprochen, dann haben wir die Äste dafür gebracht, dann haben wir die Erden verteilt. Erzählt mal, was hat euch denn da jetzt besonders bis dato gefallen? Mir hat es besser gefallen, das Rechen und das Umtragen und das mit dem Verteilen. Wie schaut es bei dir aus? Was hat dir am meisten gefallen? Die Bäume so tragen, also Äste, und dabei so helfen. Mit dem Leader-Projekt wird also nicht nur die Region zum Erblühen gebracht, sondern auch die Herzen für die Natur. In der heutigen Zeit, wo die Kommunikation immer mehr digital wird, dass man wieder einfach rausgeht, dass man spürt die Natur, dass man es im Kleinen erlebt. Und das ist einfach ein Erlebnis wieder, was viele nicht mehr kennen. So wie auch eine Ehrenrunde zum Schluss nach einem erfolgreichen Gartentag.